Hey zusammen, willkommen zum mittlerweile 52. Part der Let's Play Tanky Online Saga mit mir, dem Newstar, und heute auf der Map Lärm. Ja, das ist mal was Neues, aber okay. So neu ist es auch nicht. Fällt mir gerade auf, ich habe schon das ein oder andere Video hier gedreht, aber ist ja auch egal, ne? Die meisten beschränken sich ja eigentlich eh nur auf, ja, Stille. Was ich persönlich auch dumm finde, aber was soll man machen, wenn die meisten einfach nur Stille spielen? Keine Ahnung, es gibt so viele Maps und es wird immer nur Stille gespielt. Manchmal, da hat man Glück und es wird Stille 2 gespielt, ja, aber ansonsten ist da nicht viel. Ja, komm, ja! Oh! Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Die Aufnahme war gerade weg. Ah, fuck! Ist ja auch egal. Ich habe die Flagge zurückgebracht und zwar richtig mies. Like a boss! Das konnte man, glaube ich, nochmal sehen. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich auf Delete drücken, um mich halt selber zu zerstören. Ja, gut. War dann doch wohl etwas anders. Denn ich habe einfach auf F9 gedrückt, um die Aufnahme zu beenden. Ist ja fast dasselbe. Komm, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. Ja, jawohl, jetzt geht's los. Naja. Was habe ich mir jetzt so rausgesucht? Nicht wirklich viel. Ich habe gerade noch mal so geguckt, was es denn so Schönes gibt. Und da werde ich jetzt erstmal ein bisschen was erzählen. Also, zum Thema Syrien. Ja, 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 Syrien, Syrien. Kennen wir alle. Vielleicht weiß ja der ein oder andere, dass Russland sich eigentlich für einen militärischen Schlag in die Fresse Syriens eigentlich, naja, nicht wirklich freut und dagegen ist, dass halt dort irgendwie militärisch was gemacht wird. So, jetzt, wenn aber Beweise gefunden werden, dass die syrische Regierung dort Chemiewaffen eingesetzt haben soll, also wenn die das waren, und es dafür wirklich Beweise gibt und keine Gerüchte, dann wird Russland sich dafür einsetzen, dass dort halt ein, oder die werden das dann nicht mehr verweigern oder Syrien dann so schützen oder die syrische Regierung schützen, sondern einfach so wie alle anderen dort mitziehen. Wenn so ein Schlag passieren sollte, dann werden dort keine US-Bodentruppen eingesetzt. Und dieser militärische, ja, Schlachtzug, Feldzug, wie auch immer, wird dann maximal 90 Tage dauern. Gut. So viel also dazu. Man muss halt aber nur die Beweise aufbringen. Das ist wichtig. Ich habe mich gerade gewundert, was? 7 Schlachtfonds? Das kann irgendwie nicht stimmen. Ja, es sind ja 7 Flaggen. Gut, 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 gut. Dann habe ich da nochmal ganz kurz was anderes gelesen. Und zwar geht es um die USA mal wieder. Und um WikiLeaks. Na, wer druckt, der wird zurückgedruckt. Ganz einfach. Ja, ja, ja. Kommst hier nicht einfach so mit Drugs rein. Nee, 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 nee. So, ich habe nur noch 2-mal Schutz. Das lasse ich jetzt einfach mal. Und zwar, das habe ich jetzt auch nicht wirklich verstanden, was da jetzt am Ende passiert ist. Also, es fängt an mit Chelsea Manning, glaube ich. So, die wurde für 35 Jahre verurteilt. Also die Strafe war einfach 35 Jahre Knast. Weil sie einfach natürlich geheime Dokumente an die, oder an WikiLeaks, an diese Plattform
Enthüllungsplattform halt übergeben hat, sind natürlich alle streng vertraulich und so weiter und man darf die natürlich nicht einfach so weitergeben. So. Vor dem Urteil war die Angeklagte noch ein Mann, wenn ich das jetzt einfach mal so richtig gelesen habe. Denn sie ist oder er ist halt mit dem Namen Brantley Manning angetreten und nach dem Urteil dann zur Frau geworden oder sich so einstufen lassen, wie auch immer. Ja, ein bisschen kurios. Aber okay, was soll's. Der Anwalt hat dann noch einen Gnadenbrief an Obama verfasst, aber... Au, 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 au. Los, fahr, scheiße, jetzt bin ich schuld. Nein, jetzt bin ich schuld. Oh, doch nicht. Schade. Ja, schade. Ja, zum Glück bin ich nicht schuld, dass er jetzt so drauf gegangen ist. Ich hätte es mir nicht verzeihen können. So, jawohl, die erste Flagge. Noch irgendwas? What the? Wieso? Was hat das gerade gebracht, die Flagge zu nehmen und dann ja, Hiroshima und okay. Ach, gestern in was war das? Keine Ahnung. Nachrichten, Dings da auf ZDF, Heute Journal, ist ja auch egal, keine Ahnung. Ich habe eh nur ganz kurz dort reingeschaut mal. Und ja, also ich weiß ja nicht, ich kann ja kein Japanisch. Aber heißt das nicht eigentlich Fukushima? Wenn ja, dann hat der kleine Mann dort das falsch ausgesprochen. Also entweder heißt es Fukushima, so wie ich das kennengelernt habe, oder es heißt Fukushima. Hört sich aber irgendwie scheiße an. Fukushima! Ha, senkt dann drauf! Fukushima! Das könnte so ein Schlachtruf sein. So, Fukushima! Wenn man so die Flagge gerade erobern will und dann schreit man einfach Fukushima. Fukushima! 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 Was zur Hölle, Fukushima? Echt toll. Fukushima. Fukushima. Das erinnert mich jetzt an Family Guy. Ja, ich weiß, tolle Überleitung. Da gab es nämlich eine Folge, wo Quagmire sich als Japaner ausgegeben hat. Wow, bist du umgekippt. Und ja. Da gab es eine Stelle, wo die dann, wo Peter und, wie heißt der Polizist, Mann? Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Keine Ahnung, McDonald's, mit Quagmire in einem, ja, japanischen Jäger des Zweiten, oder aus dem Zweiten Weltkrieg waren. So, und, dann war da ein Hafen. Und Quagmire hat die so verarscht. Oh nee, ich hatte einen Lachflash bekommen, aber richtig hart. Auf einmal steuert er richtig so auf den Hafen zu, so und schreit irgendwas auf Japanisch. Oh nee, das war so krass. Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Also die Szene, die muss ich mir noch irgendwann mal angucken, wenn ich die finden sollte. Oh, ich fand die so episch. Schreit er da irgendwas auf Japanisch, keine Ahnung, tot dem irgendwas, ist ja auch egal. Es war einfach nur krass. Oh nee, ey. ich bin wieder ein bisschen high. Nein, ich bin nicht high. Wer sagt sowas? Es ist eine Lüge. Eine dreckige Lüge. Wieso? Ja, natürlich wird er von zwei Leuten geheilt. Fug, Fug, Fug!
Mann, ich hätte jetzt, aber ich würde gerne ein bisschen Japanisch lernen. Wenigstens ein paar Wörter, weil dann könnte ich die so richtig rausschreien und man wüsste nicht, was er sagt. Ja, das wäre schon ein bisschen krass. Man kann das als Kompliment auffassen, man kann es als Beleidigung auffassen, obwohl man sagt, hallo, ich verkaufe Fischgräten. Müsste ich mal in Google eingeben. Hallo, ich verkaufe Fischgräten. Oh, danke schön. Das ist das Netteste, was mir ein Japaner je gesagt hat. Oder du bist mir so wertvoll wie eine Walflosse. Ist sicherlich auch ein Kompliment. Wobei. Guten Tag, Sir. Ich möchte Ihre Tochter heiraten und würde sie gerne für diese Walflosse kaufen. Ja, die Japaner sind schon ein bisschen kurios. Nein! Ah! Na, na, na. Jawohl, haut da den Crit rein, Alter, ich schwöre. Oh Gott. Hallo. Wie wär's mal, wenn du mich. Hallo. Oh, heil mich, du dreckiger Bastard. Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Hallo, weißt du nicht, wie man Isida bedient und. Willst du meine EP nicht? Hallo! Oh, verschwinde, du Bastard. Wie bedient man wohl Isida? Wofür ist Isida da? Ja, genau, verreck in der Hölle, du Missgeburt. Anstatt dass er mich heilt. Nein, nein, nein. Wieso? Ich hab doch nur Isida. Hey! Ganz ehrlich, ich hab einen Fuß und der kommt gleich in deinen Rücken rein. Richtig, so BAM! Aber ich bin heute auch wieder sehr nett. Das ist gut so. Habe ich schon erwähnt, dass es ein Tankin-Update gab? Ich weiß zwar nicht, was jetzt dort geupdatet wurde. Was hinzugefügt wurde, die Mikroverbesserungen sind es auf jeden Fall nicht. Soweit ich das sehe. Hasenko, Cheetah, Jada, Japaner! Ah! Du wolltest mich nicht heilen? Du wolltest mich nicht heilen? Ja, verschwinde! Na los, ich, jawoll! Doppelteam, Doppelteam. Duplex-Hieb. Aha! Mensch, hat das mal gecheckt, ja? Das kam ein bisschen zu spät. Vielleicht ein, zwei Sekunden oder Minuten. Jahre. Jahrzehnte. Jetzt weiß ich, was ich mache. Jetzt weiß ich, was ich mache. Jetzt weiß ich's. Aufpassen. Ihr kennt ja sicherlich aus dem Zweiten Weltkrieg die Kamikaze-Flieger, ne? Die Japaner, die Selbstmord ja, gemacht haben, Selbstmord gemacht haben, Selbstmord getut haben, ja, ne? Die sind halt da in diese Dings da reingerast, um halt den Feind zu schwächen und sich selber zu töten. Okay, also. Für das Fall! Oh, war das ein Fail? War das ein Fail? War das ein Fail? Ja, ich weiß. Es war ein scheiß Fail. Verdammt, viel zu spät losgefahren. Naja. Machen wir irgendwann mal wieder. Gut. Machen wir irgendwann mal wieder. Irgendwann. Spätestens zum 100. Teil. Springe ich dann von der Klippe und bringe mich selber um. Ja. Fukushima. Und dann aber mit Donner und wenn da Feinde stehen, die schon angeschwächt sind, boom, macht es dann. Da macht es Kajütenschraube. Ja, da macht es Kajütenschraube. Ganz einfach und schnell. Also,
Die letzten Minuten laufen mal wieder an. Es gibt nicht viel zu sagen. Na, 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 du Klippenspringer. Ich zeig dir mal, wie das geht. Da fahr doch mal! Hier, zack, ich knall sie alle. Vor allem so ein Mammut hat so viel Leben und wenn er dann auch noch Schutz hat, ja. Na, der weiß wenigstens, wie man heilt. Mann, 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 Mann. Fuck, Focken, 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 Focken. Ein Loch ist da, um zu stopfen. Wisst ihr ja. Komm, komm, komm. Holen wir uns noch ein paar Flaggen. Ah, seine Drugs sind weg. Seine Drugs sind weg. Scheiße! Ach, wusstet ihr, dass Gracial das gleiche Intro hat wie Ash? Ah, steht 3-3. Ja, so ist das Leben, wa? Bringt ihn dafür um, ich will seinen Kopf sehen. Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Bevor hier noch einer ein Messer nimmt und dann das die Tat umsetzt. Das wäre schon ein bisschen schlimm. Also, lass das einfach, ja? Okay? Gut so. Gut, also dann. Ah. Drugs, ja? Gut so. Hat dir sehr viel gebracht. Meine Fresse. Oh, kann da jemand nicht mit Regal umgehen? Bist ja genauso schlecht wie ich. Was für eine Pussy. Ihr habt da gesehen, er ist genauso schlecht wie ich mit Rail. What the fuck? Aha, yeah. Lass ihn doch durch, Mensch. Ja. Affen, Affen. Mein Team besteht aus Affen. Okay. 3, 2, 1. Knöchelkick, wisst ihr ja alles. Und jetzt aber wirklich F9. Und dann wird halt die Aufnahme beendet, ne? Und wir jetzt richtig konkret und krass, Alter.